Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft, Staffel 6, Folge 323. Hier am wunderschönen Tag. Einen neuen wunderschönen Tag. Ich rupp mein Bett ab. Ich schon mal den Schnee hier wegmachen. Da haben wir auch gleich hier einen neuen Schnee. Wo wir dann später wieder Platten draus machen können. Ich tue nämlich hier noch nicht den Schnee komplett wegmachen, weil es ist ja noch Winter. Der Winter hat gerade erst begonnen. Wenn man das so sehen möchte, ist ja der Winter erst ab den 21. Dezember da, weil der reguläre Winteranfang ist. Natürlicher Winteranfang und der Winter beginnt sozusagen ab der Zeit. Der meteorologische Winteranfang, meteorologischer Winteranfang, sorry. Ich drücke das immer so schnell aus. Ist das schon am 1. Dezember? Und das tun viele verwechseln. Ja, weil die Adventszeit da eigentlich Schnee dazugehört. Nur guck mal auf die Daten. Also auf die Datume. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Datum ist. Datume? Daten? Ist mal interessant zu wissen. Was würdet ihr sagen? Dann Rico ist wieder da. Guten Tag. Uhu. Ich schreib's mal lieber. Zack, zack, zack. Sehr gut. So, und da ist sozusagen an diesen Daten, ich sage jetzt einfach mal Daten, auch wenn es falsch ist, kann auch richtig sein, vorausgesetzt, dass Schnee kommt. Nur war es in den letzten 6 Jahren nicht der Fall. Da gab es immer mal so ganz kurze Schneeepochen im November oder Oktober oder auch im Dezember, aber so wirklich hat es dann nicht geschneit. Und bin ich voll? Oh, ich bin voll. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Zack und zack. Bleibt wieder zwei was über, aber das kriegt man ganz einfach los, indem man das so macht. Uhu. Sehr gut. Dann können wir auch mal wieder ein bisschen Stein aufnehmen. Habe jetzt mich gewundert, warum das eine ploppt und das andere nicht. Ja, der Mensch ist sozusagen fokussiert auf den Schnee. Manche sagen, okay, Schnee gut. Ich mag Schnee. Aber ich bin Autofahrer. Ich mag den Schnee eigentlich doch nicht. Und das sagen viele aus Instinkt, weil Schnee und Straße verbinden viele mit Unfällen. Ist natürlich auch berechtigt, ne? Im Winter passieren mit die meisten Unfälle, weil sie eben nicht so stark bremsen, beziehungsweise schnell ins Schlittern kommen. Und viele sagen da immer Schnee ja. Zur Weihnachtszeit, weil es dazugehört, und nach Weihnachten können meinetwegen der Schnee wieder weg. So. Das ist jetzt ein Zitat gewesen. Ich kenne da auch sehr viele Bekannte, die das sagen. Ja, natürlich können die sich das nicht raussuchen und das ist meistens auch nicht so. Aber ich muss sagen, den richtigen Winter, den letzten richtigen Winter, den ich miterlebt habe, abgesehen von meiner Kindheit, wo jeder Winter, also jedes Jahr schöner Winter war, ist mit den Jahren der Winter immer milder geworden, bis es dann 2010 wieder so mit um die Weihnachtszeit rum
richtig weiß war, mit so einem knappen Meter Schnee, auch bei uns hier. Und dann fing die Jahre an warm. Weihnachten 14 Grad plus ist da keine Seltenheit gewesen. Ich kann da auch mal meine Dokumente rausholen. Ich habe 2007 angefangen, auf den Kalender, auf den Informationskalender bei uns damals noch in der Küche gehangen hat, die Temperaturen des Tages und der Nacht aufzuschreiben. Also die höchste Höchsttemperatur und die tiefste Tiefsttemperatur. Was ziemlich interessant eigentlich ist, weil damit, also mit der Zeit fing bei mir das Thema an, das war 2007. Ist schon Ewigkeiten her. 2007, 2005, also 11 Jahre. Ich sag deswegen 11 Jahre, eigentlich sind's fast 12. 2007 im März habe ich 2007, 2005 habe ich im März angefangen, glaube ich. Ja, einen kleinen Frosch im Hals. Und habe sozusagen dann da so ein bisschen was aufgeschrieben. Hab mich dann immer mehr damit interessiert. Ich hatte natürlich noch keinen Rechner, hatte nur so eine publische Wetterstation, wie es auch so eine Home-Wetterstation, wie es so in jedem Haushalt steht. Mit so einem Kabelfühler, mit so einer Leitung, die ich dann aus meinem Fenstergang habe an der Hauswand. Und hab dann so jetzt gemerkt mit den Jahren, was ich so damals gemacht habe. War sehr interessant, weil ihr müsst mal die 11, 12 Jahre zurückrechnen. Jetzt ist 2017, in diesem Jahr werde ich 20. So. 2005, in dem Sinne, wenn wir 12 Jahre zurückrechnen. Ja, März, okay, ich habe im September Geburtstag, alles gut. Da war ich 12 Jahre zurückrechnen. 8. Mit 8 Jahren. Hat man mit 8 Jahren so ein Hobby? Also, ich glaube, manche tun dann auch hier mit Freunden draußen rumspielen. Das habe ich natürlich auch noch gemacht, ne? Ich habe mich jetzt nicht die ganze Zeit so konzentriert auf dieses Hobby. Früher habe ich das auch noch nicht als Hobby angesehen, ne? Da wusste ich noch gar nicht, was das Wort Hobby ist, so wirklich. Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht, ob ich das früher wusste. Aber ich habe noch sehr viel eben unternommen mit Freunden und Eltern. So. Freund und Familie kann man ja sagen. Es ist schon sehr, sehr interessant gewesen, wenn man so auf die Zeit zurückblickt. Und da fing für mich so ein bisschen der Zeitpunkt an, okay, so langsam das Verständnis zu haben, wie manche so reagieren oder wie manche reagieren auf manche Aussagen. Und da fing so mit das an. Da haben mich natürlich so manche ausgelacht, wenn ich da mal so Aussagen gemacht habe. Ja, morgen, da tut es ja regnen. Und an dem Tag tut es gewittern und zack, zack. Und viele sagen da immer, ja, da kann ich auch das Radio anmachen oder den Fernseher. Der sagt mir dann dasselbe. Ich tue das mal bei dir abstellen, ja, Tomcat, ne? Irgendwann werde ich mal wahrscheinlich wieder auf deine Tour zurückkommen. Und sagen, oh, das ist aber schön, dass du das noch für mich aufgehoben hast. So, die Erde kann man auch mal mit reinpacken. Das Bett nicht. Das eigentlich auch nicht. Der Schnee, okay. Auch okay. Das Holz auch nicht. Das gucken wir hier oben wieder in die Großtruhe. Zack, zack, zack. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwann denken, ah, da war doch was. So. Zack. Dann kam dann auch noch die Zeit dazu, wo mich dann manche dafür ausgelacht haben. Ja. Habe ich natürlich weggesteckt, ne? War natürlich ein bisschen blöd in dem Sinne, musste ich auch erstmal alles verarbeiten. Auch eine leichte, schwierige Zeit für mich, weil alle dann rumgehackt haben, aber also als Mobbing würde ich das jetzt nicht wirklich bezeichnen. Also jetzt weiß ich die Definition von Mobbing. Und die Definition ist ja, wenn man geärgert, gehänselt und zwar durchgängig.
Und zwar nicht nur in der Schulzeit, sondern auch außerhalb der Schulzeit, wenn man dann so Nachrichten bekommt. Also heutzutage ist das ja über die ganzen Messenger, Facebook, WhatsApp, Twitter, alles Möglichen, wie man dann gestalkt und da runtergemacht wird. Früher kann man das so vergleichen, eben außerhalb der Messenger. Also da war das noch nicht so krass. Ich hatte da auch nicht so das Handy dafür jetzt. Hatte erst sehr spät ein Mobiltelefon, kann man schon sagen. Natürlich hatte ich früher eins, aber das war eben ein Handy. Übelster Klopper von Sony Ericsson. Und es wird, glaube ich, jetzt gerade Nacht. Zack. Ja, es ist Nacht. Und ich habe mir erst sehr, sehr spät ein Handy geholt. Also ein Smartphone. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt noch. Ich werde mir aber in Zukunft was anderes holen. Schlafen, meine lieben Leute. Schlafen. Schlafen. So, machen wir weiter hier. Am Berg. Wenn wir da schnell sind, haben wir das auch in dieser Folge vielleicht, ja, so ein bisschen fertig. Müssen ja nur auf die hier kommen. Von dem Weg auf die Höhe. Das reicht vollkommen aus. Ja, und dann wurde ich natürlich schon mal älter. Hab die Kalender natürlich weitergeführt. Und hab dann auch so Diagramme gezeichnet. Die Betonung wird gezeichnet. Ich habe weder noch irgendwas mit dem Computer gemacht. Das Einzige, was ich dann mit der Zeit, also heutzutage, jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt mein Radar. Das habe ich auf dem Rechner drauf, schön und gut. Die Werte trage ich aber alle nicht auf, also nicht in Dokumente auf dem Rechner ein. Ich tue alles noch per Hand aufzeichnen. Mache mir dann so Diagramme mit Tabellen. Oder, was heißt oder? Und ich tue dann auch, wenn jetzt ein Monat vorbei ist, rechne ich das alles aus mit dem Taschenrechner. Natürlich könnte auch mal, das ist immer so schön, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das merke ich dann immer in der Jahresbilanz. Ich rechne dann noch mal alles nach, habe ich dann so mit den Jahren gespürt. Und wenn man das mehrere Jahre schon macht, entwickelt man da langsam so ein kleines Gefühl dran, wie man an die Sache rangeht. Ich zum Beispiel. Mir ist sehr oft aufgefallen, dass ich mich in den einzelnen Monaten, weil ich das wahrscheinlich ein bisschen zu hastig ausgerechnet habe, mit dem Taschenrechner hier, zack, 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 Zahl plus, zack, zack, Zahl plus, zack, zack, Zahl. Na, das sind auch noch Kommastellen mit drin. Natürlich nur eine Kommastelle, aber die fordert einen wahrscheinlich auch schon raus, wenn man sich dann ein bisschen vertippt hat und nur eine Kommastelle falsch. Und am Ende rechnet man ja durch die Anzahl der jeweiligen Tage, die der Monat hat. Und da hat man dann die Durchschnittstemperatur der jeweiligen Sache, die man gerade ausgerechnet hat, egal auch, ob Höchsttemperatur oder Tiefstemperatur. Daraus bilde ich dann auch immer noch den Mittelwert. Der wird auch noch mit aufgeschrieben. Dann habe ich ja noch so Sachen wie relativer Luftdruck und relative Luftfeuchtigkeit, die dann mit notiert werden. Die Luftfeuchtigkeit, da kommt am Ende auch der Durchschnitt. Sozusagen wird auch nur addiert und durch die jeweilige Anzahl, genauso wie mit dem Luftdruck. Den gebe ich in Hektopascal an, also HPA. Und noch der Niederschlag. Niederschlag, der wird aber nicht der Durchschnitt genommen. Ich könnte natürlich auch den durchschnittlichen den durchschnittlichen Niederschlag nehmen, aber habe ich mir so gesagt, nee, du hast jetzt mal damit angefangen und mach nichts Neues. So. Und da habe ich sozusagen nur die Niederschlagsmenge und das ist einfach nur addiert und die Summe dann aller Werte wird dann damit sozusagen eingetragen. So, und das jeden Monat. Und am Ende rechne ich das immer dann vom Jahr zusammen. Und 2016 war so ein Jahr, wo ich das Ganze auch mal digitalisieren wollte. Am Anfang habe ich das noch regelmäßig aktualisiert.
Dann gab es Zeiten, da habe ich überhaupt nichts mehr aufgeschrieben, auch so hier privat. Habe ich überhaupt keine Werte aufgeschrieben. Da fehlen mir natürlich die Daten. Die muss ich mir irgendwo herziehen, wo auch immer. Aus dem Internet oder keine Ahnung woher. Da waren manchmal Wochen verschlungen. Und da merke ich langsam, ich komme langsam ins Arbeiten. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für Hobby. Manchmal merke ich auch selber, ich bin so vertieft in ein Spiel. Ich muss langsam mal aufhören. Aber es macht mir gerade Spaß. Und dann gucke ich so auf die Uhr. Okay, jetzt ist eine Stunde wieder um. Na, ein bisschen machst du noch. Und dann ist wieder eine Stunde um. Und da merkt man so langsam, dass man in so ein leichtes Suchtverhalten reinkommt. Und daran will ich auch in nächster Zeit, auch in Zukunft daran an mir arbeiten. Das ist so mein Vorsatz fürs neue Jahr mit. Dass ich das so ein bisschen in die Reihe bekomme. Dass ich mehr für mein Wohlergehen tue, sozusagen. Und da merke ich nämlich schon, wenn ich hier ein paar Aufnahmen mache. Ich habe jetzt zwei regelmäßige Projekte. Transport Fever und Minecraft. Und ich kann einfach nicht jeden Tag eine Folge hochladen. Das geht nicht. Darauf komme ich nicht klar. Weil der eine will das sehen, der andere das. Okay. Zwei Folgen pro Tag, zwei verschiedene Projekte. Alles klar. Läuft zurzeit super. Manchmal habe ich so ein paar Dinge, okay, jetzt nimmst du mal schnell noch eine Folge auf, dass die morgen rauskommt. Und dann muss die gerendert werden. Dann kommt das Thumbnail noch hinzu. Ich habe ja eigene Thumbnails. Und ja. Manche Folgen, wie zum Beispiel Together, wie zum Beispiel die Folge 319, musste ich rendern. Mit viel Arbeit. Mit sehr viel Arbeit. Alleine, weil die Zahl an sich, ne, die hier oben, übrigens hier ist gerade eine Null. Irgendwie ist das gerade Zufall oder ist es wirklich eine Null? Es ist auf jeden Fall eine Null, aber ist Zufall. Weil ich habe ja die Anlage mal angeschmissen und das erste und zweite. Hier, die erste und zweite Reihe, die funktionierte eigentlich nicht so wirklich. Die ist ja stehen geblieben, weil ich zu schnell angespielt habe. Ich hätte die ganze Anlage ausschalten müssen. Den Repeater, den ich da mal umgestellt habe, auf die höchste Tickanzahl, in Klammern 4, und dann das Ding mal anschmeißen, dass das ein bisschen schneller läuft. Darum habe ich nämlich auch den großen Tick drin, weil es in der 1.11 irgendwie nicht klarkommt. Weil das Original steht bei mir auf der Map auf der 1.9. Wir sind jetzt schon in der 1.11.2. Das ist schon ein Unterschied. Ein gewaltiger Unterschied. Hier, Erde. So, jetzt habe ich viel von mir erzählt. Jetzt kann ich mal ein bisschen erzählen hier, was so los ist hier. Also, hier kommen ein paar Gebäude hin, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und die Gebäude werden wahrscheinlich auch nicht so groß werden. Ich habe ja gesagt, ich gehe maximal mit dem Dach in die Reihe oder in die Mosaikreihe. Und da ist es nämlich praktisch. Praktisch. Ich nehme gleich die Grasreihe noch mit. Hier ist ein See unten drunter. Den habe ich auch schon mal erforscht irgendwie. Bin ich wahrscheinlich irgendwann mal reingefallen. Gut möglich. Hier liegen Blumen. Die Margarite. Ja. Guck mal hier, die Schneebälle, ich brauche die nicht. Ich brauche die Schneebälle nicht. Ich brauche die Schneebälle nicht. Dann kann ich die auch rausschmeißen.
Zack. So. Drei Reihen muss man noch runter. Drei Reihen. Ich guck mal, wie das hier drüben ausschaut mit den Pferden. Eins, zwei, drei. Die Ebene wäre das, ja? Klappt auf jeden Fall. Auch mit dem Tunnel hier. Super. Sehr gut. Und da schon mal die Erde hier ringsrum. Ein bisschen wegmachen. Auf die Höhe. Aha, aha, aha. So, das haben wir hier, das weggenommen. Kann man hier das schon mal wegnehmen. Ja. Ja, macht der Esel. So. Das Lied habe ich heute schon mal gehört. Irgendwo. Ich kann einen Stein mehr aufnehmen. Was ist denn das für eine Lumperei? Bogen. Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Ich gehe erstmal in die Truhe und es wird gerade Nacht. Es wird Nacht. Schlafen wir mal im Lager. Danach tue ich das mal einsortieren. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich tue das mal einsortieren und danach beenden wir die Folge. Zack. Das ging ja schnell. Fix, fix. So, zack. Und alle Steine rein. Das Lied hat man irgendwie schon. Hat man auch schon. Das hat man noch nicht. Zack. Und wieder raus. Und da, da, da. Rein. Zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. Dann kommt hier das Kohleerz rein. Was dann zerkloppt werden muss. Dann tue ich erstmal was essen. Und die zwei und dann noch die Setzlinge. Die zwei Schätzchen kommen hier rein. Das da und das hier. Blumen. Haben wir irgendwo Blumen? Ich glaube noch nicht. Hier unten. Zack. Ich glaube, hier haben wir schon massenhaft. Fallen von diesen. Birken sind auch schon massenhaft Setzlinge gefallen. So. Kleiner Kopfkratz. Hier ist ein Namensschild. Wir haben auf jeden Fall auch noch ein Namensschild gefunden. Weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. In irgendeine Truhe habe ich das mal gepackt. Margarite und Moon. Wo packe ich euch mal hin? Am besten, schlechtesten. Ich habe, glaube ich, für euch noch keinen Platz. Guck mal, hier sind auch Blumen. Packen wir euch erstmal hier mit rein. Oben gehen die Dorfbewohner. Hier ist eine Rakete. Eine Rakete, guck mal hier. Peng, peng, peng. Pass mal auf. Probieren wir jetzt mal aus hier. Was ist das für eine Rakete? Oh, eine schöne Rakete. So, ihr seht hier oben ist ein bisschen Wind hier zum Markt. Die explodieren alle in dieselbe Richtung. Ne, jetzt machen wir da hin.
Sehr schön. Zack, zack, zack. Cool. Und die Dorfbewohner, die auf dem Baum leben, die Baumlinger, irgendwie so. Müssen wir mal in die Indianer. Ihr Beschreibung, nee, nicht Beschreibung, in die Kommentare von irgendeinem Video gucken. Der Enrico hatte da einen schönen Namen dafür ausgesucht. So, ich bin jetzt raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns hier an der nächsten Stelle wieder. Tak, 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 tak. Guckt euch diese Männer an. So, hier bauen wir dann weiter ab. Zack. Oh. Zup. Bum, 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 bum. Follow gemacht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Oh, das sieht auch gut aus. Pass auf. Zack und Sprung. Hehe. Ciao, ciao.